Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Samstagmorgen, noch ein paar Neuigkeiten für euch, bevor es losgeht. Rayquaza ist jetzt offiziell. Ich meine, davor war es auch offiziell, aber jetzt ist es offiziell, offiziell. Kein Shiny Rayquaza. Es war klar, aber jeder hatte noch diesen kleinen Hoffnungsschimmer, diesen kleinen Funken. Und dieser kleine Funken, der ist jetzt erloschen. Aber wird trotzdem hyped. Es sind so viele Leute unterwegs, jetzt schon. Die ganzen Gruppen eskalieren bereits. Quasar wird auf jeden Fall abgehen. 21,91. Das wollt ihr sehen, nicht vergessen. Mit Wetterboost 27,39. Diese zwei Zahlen, das wollen wir sehen. Mal schauen, ob ich diese Zahl sehen werde. Vielleicht schon, aber die Frage ist, ob es auf meinem Account ist oder nicht. Ja, ansonsten gab es gestern Abend zwei Neuigkeiten. Also eine Pokémon Go Neuigkeit. Eine Neuigkeit, die mich persönlich aber sehr mitgenommen hat. Erzähle ich euch mal ganz kurz. Und zwar Tony Ferguson. Einer meiner Lieblings-MMA-UFC-Fighter. Ja, er hat irgendwie irgendwelche mentalen Probleme. Anscheinend irgendwie was mit Schizophrenie. Was sehr schade ist, weil er wahrscheinlich der Einzige ist, der Khabib oder Habib hätte besiegen können. Jetzt hat er diese Probleme und möglicherweise wird er nie wieder kämpfen. Ja, und das hat mich irgendwie jetzt schon ein bisschen mitgenommen. Auf jeden Fall sehr schade. Andere Neuigkeit, die euch wahrscheinlich wieder interessieren wird. Neues Event, gestern Abend angekündigt, Spieletrend, gestern fleißig direkt ein Video dazu gemacht. Ich war gestern nicht so fleißig, ich habe Laser Tag gespielt, war cool. Demnächst ein Foto auf Instagram davon. Aber das Event an sich, ja, ich muss ehrlich sagen, überhaupt nicht hype, überhaupt nicht. An sich eine einzige Sache, die mich interessiert, der Rest, schauen wir mal, aber klingt jetzt, um ehrlich zu sein, nicht so krass. Ich habe ja letztens ein Video gemacht, ihr müsst nicht Pokémon Go spielen, ihr könnt Pokémon Go spielen, weil so viele Leute rumgeheult haben bezüglich, dass sie halt zocken müssen, zu viele Events, sie sind ausgelaugt, ausgebrannt. Ja, jetzt habt ihr eure Auszeit. Dieses Event, ja, das kann man auch aussetzen. Aber schauen wir uns das Event nochmal genauer an. Es ist das Equinox-Event, das Pflanzen-Event, was eigentlich schon gemunkelt wurde, was eigentlich schon entdeckt wurde. War halt nur die Frage der Zeit, wann es genau kommt. Läuft eine Woche, 19. März bis zum 26. März. Erhöhte Pflanzenspawns. Wie unter anderem Mirapla, Hoawei, Sonnkern. Sonnkern gibt es Shiny und Kapilz. Die Sache ist jetzt, es wurde kein neues Shiny angekündigt. Also kein Mirapla, kein Knuffenser oder so. Ist schon ein bisschen seltsam. Eigentlich kommt immer irgendein Shiny. Mindestens eins, aber ja, aber steht einfach nichts im Text. Vielleicht machen die irgendeine Überraschung draus, aber wieso sollten sie? Normalerweise kündigen sie das immer an. Direktes Beispiel, das Kampf-Event. Direkt Mahalo und Mankey angekündigt als Shiny. Also komisch, komisch. Und vor allem macht es das Event natürlich auch ein wenig uninteressanter für die ganzen Shiny-Jäger. Es gibt an sich nichts, wirklich an sich überhaupt nichts, wieso man jetzt aktiv vermehrt zocken sollte, wieso man ein bisschen aufs Gaspedal treten sollte. Naja, zweiter Punkt: Lunastein und Sonnfell wechseln endlich mal wieder. Was halt sehr, sehr interessant ist für mich, weil Lucky-Sammlung, Lunastein fehlt mir noch. Und das war es auch schon mit den interessanten Sachen. Oh Mann. Ja, es gibt dann irgendwelche Pflanzen-Pokémon in den Raids. Was ich mir vorstellen kann, Satzenia, Bisaflor. Wobei, wahrscheinlich nicht Bisaflor, sondern Bisasam im Einser. Weil Shiny, Einser sind immer Shiny. Tangela wahrscheinlich, Dreier wieder. Tangela wahrscheinlich das einzige Pflanzen-Pokémon, was mich interessiert. Der Rest ist an sich ziemlich häufig, habe ich schon alles. Tangela 98 habe ich nur, Jagd auf den 100er, aber wie gesagt, das Event hypt mich jetzt nicht so. Dann gibt es natürlich noch ein paar Pflanzen-Quests, besondere Quests für das Event, aber auch da. Das einzige Pflanzen-Pokémon, das interessant sein könnte, wäre Tangela. Der Rest, weiß nicht. Ohne Shiny vor allem. Normalerweise, wie gesagt, gibt es ein neues Shiny-Pflanzen-Pokémon oder ein neues Pokémon in Shiny. Und dann gibt es passend dazu auch noch eine Quest, die man dann sozusagen jagen kann, um eine gute Chance auf ein gutes Shiny zu bekommen. Aber so, weiß nicht. Es gibt auch keinen Staub, kein EP, kein Bonbon. Was halt natürlich auch nicht immer sein muss, aber dadurch gibt es halt natürlich auch keinen Grund, ein bisschen aufzudrehen. Nimmt man halt nebenbei so mit, okay. Man macht halt das, was man immer macht. Ich zum Beispiel jetzt Angeln einnehmen. Ja, und nebenbei fängt man halt erhöht ein paar Pflanzen-Pokémon mehr, aber an sich, ja, an sich war es das. Also, weiß nicht. Eventtechnisch halt, muss ich sagen, ziemlich low. Möglicherweise das schlechteste Event bisher. Dann noch für PvP-Liebhaber, paar neue Attacken: Acid Spray und Leaf Tornado. Das ist immer gut. PvP ausweiten, interessanter machen. Aber eventtechnisch jetzt, ja, haut mich nicht vom Hocker. Ihr seht meine Reaktion. Meine Stimmung. Also ich glaube, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Heute nur kurz. Wir sparen uns lieber die Zeit und gehen raiden. Ich hatte eigentlich heute geplant, meine Shiny-Sammlung zu zeigen. Aber das wird verlegt. Wahrscheinlich auf Anfang nächste Woche oder so. Euch viel Glück, viel Erfolg mit Rayquaza dieses Wochenende.
Ich bin Samstag, Sonntag und Montag unterwegs. Schauen wir mal, was ich so bekommen werde. Ihr werdet es eh sehen. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business. Vor allem dieses Wochenende.